Wir blicken auf eine sehr lange Geschichte zurück. Also es war ja so, dass 1929 die Rheinüberschwemmung war. Dort haben die Schweizer und Österreicher die Pfadis geholfen, wieder den Rhein zu dämmen. Und dann ist der Fürst und viele andere und die Idee, das wäre doch etwas super Tolles, wenn es Pfadi auch bei uns gibt. Und dann, zwei Jahre später, 1931, hat man die erste Pfadi-Abteilung, die Schar, gegründet. Und ja, seitdem sind dann mehr Abteilungen zu in den nächsten paar Jahren. Und wir blicken wirklich auf eine grosse Geschichte zurück. Seither. Die erste Pfadi-Abteilung, Schar, hat zuerst noch Buben gehabt, aber es ist... Ich kann es jetzt gerade auch nicht genau sagen, aber 5-6 Jahre später hat es eine Matlenabteilung gegeben. Und das war dann bei vielen auch so gewesen. Also die Matlen sind ziemlich gleich drauf gekommen in gewissen Abteilungen. Als Verband sind wir seit 1989 zusammen, die Matlen und die Buben haben sich zusammen geschlossen im Jahr. Aber man hat davor schon viele Aktivitäten zusammen gemacht. Einfach offiziell ist dem passiert, dass wir Pfadi und Pfadinnen von Leichterstein sind. Pfadi ist halt sehr vielseitig. Wichtig bei uns ist, dass mehr Natur ist. Der Zusammenhalt ist etwas Grosses. Wir haben ja die Patrouillenbildungen. Ich würde sagen, auch, was ein wichtiger Punkt ist, ist die Verantwortung. Kinder kann ich recht junge Jahre dazu zum Leiter sein bei uns. Oder auch zum etwas planen, mal Aktivität selber durchführen. Also wir gehen eine Verantwortung mit, der Spass ist gross und fand es in der Natur sein. Wir haben aktuell über 700 Mitglieder und ein Großteil davon sind wirklich junge Kinder. Wir machen ja jetzt alle Jahr so einen Anlass, wo wir uns präsentieren. Und der hilft wirklich, dass man unseren Nachwuchs halten kann. Mein Name ist Jonas Frick, ich bin 17, bin Biberleiter in der Abteilung Mura-Schawald. Organisatorisch läuft das schon ein bisschen längere Zeit. Also wir haben schon lange vor die Nachricht bekommen, dass das dann und da stattfinden wird. Und dann ist klar, man muss organisieren, man muss den Kindern einen Brief geben, dass die Eltern wissen, den und den ist das, von dem bis dann geht es halt. Wir sind auch schon zweieinhalb Stunden vor, sind wir schon da gewesen, um vor allem auch unsere Post zu organisieren und alles aufzustellen. Und auch da draussen haben wir schon relativ viel aufgestellt und wir hatten noch ein, zwei oder drei Sitzungen noch über das und eigentlich braucht es relativ viel Aufwand, vor allem auf so viele kleine Kinder dann halt auch noch zu organisieren und denen wirklich drei, vier Stunden beschäftigen können. Mit Leiter und organisatorischen Leuten denke ich jetzt mal so gut 100 Leute, 150 Pfadi vom Land, denke ich jetzt mal. Es sind auch für andere Kinder, die jetzt mal denken, okay, Pfadi, weiß ich nicht genau, was es ist, kann da geschnuppern kommen. Haben wir vorher zum Beispiel gerade gehabt, haben sie mir erklärt, was man so macht. Und wenn man natürlich alle Kinder überrennt, dann denke ich schon, dass etwa 200 Kinder etwa da sind. Ich heiße Raphael, ich komme aus dem Schellenberg und ich bin 10 Jahre alt. Ich heiße Can, ich bin 8 Jahre alt und ich komme aus Balzers. Ich bin Elia, ich komme aus Italien. Ich bin Chiara, ich komme von Mura, bin 11 Jahre alt, aber werde bald 12. Ich komme aus Balzers. Ich bin Juna und bin 8. Ich bin Demo über 6. Ich komme von Mura. Ich bin die Lea, bin 8 Jahre alt und komme aus Leichterstadt. Ich bin jetzt etwa 2, 3 Jahre oder 4. Und ja, ich finde es. Ja, wir haben halt coole Sachen gemacht, sind viel im Wald gegangen. Vor allem die Lager, Sommerlager und so sind cool gewesen. Ich bin schon ein Jahr im Pfadi und gefällt mir, wenn wir draussen etwas machen. Meine ganze Familie war Pfadfinder und meine Schwester ist halt Bibelleiterin. Meine Mama hat halt Pfadi gefunden und dann hat sie halt ja gefunden, dass ich und meine Freundin ja auch in die Pfadi gehen können. Und dann sind wir halt, ja, halt nicht mehr gesagt, ja, wir könnten dann mal die Besuchen, sind wir halt gegangen. Ich bin schon an mehreren Abenteuertagen. Aber das Wetter könnte ein bisschen schöner sein. Ich habe schon dort das Gästezelt ausprobiert. Dann habe ich noch viel ausprobiert. Und dann kämpfen. Und dann komme ich noch. Ich habe eigentlich erst ein Bötchen gebaut und habe einen Papierflüger geworfen. Ich habe bis jetzt eben das hier gemacht. Und so ist nur ein bisschen umgeschaut, bis jetzt. Ich bin schon beim Zelt, wo man halt so erschreckt wird. Nur wenn man ganz am Schluss kommt, kommt man etwas rüber. Wenn man sich traut. Und beim Bogenschießen bin ich schon gewesen, beim Sackding, Sackkämpfen.
und beim Schiffle machen. Noch kein Fester machen, aber ich weiß noch nicht. Ein Fernrohr. Ich habe noch einen Schmetterling gemacht und da Ostereier. Ich denke, es kann alle Party werden. Ich finde es schön. Man macht Ausflüge und hat Lager. Wir haben Ausflüge gemacht, Schnitzeljagd im Wald oder so halt. Suchen und wir haben gespielt. Man lernt, wie man gute Knöpfe macht und es macht einfach Spass. Ich denke sehr, weil man viel draußen ist, viel miteinander macht und es ist schon lustig. Ja, man geht auch in Lager und es gibt eben auch so alles. Man macht viel Ausflüge, man macht Spiele und man lacht viel. Als ich jung war, einmal einen Sommer lang, in einem Sommerlager bei den Pfadfindern. Sie haben immer sehr schöne Sommerlager gemacht, irgendwo in Waldesnähe. Und es war für uns dort zumal natürlich ein Highlight gewesen, ihre Jugend bei den Pfadfindern dabei zu sein, weil sie einfach wirklich schöne Reisen gemacht haben. Ich trinke es ein bisschen frisch. Jetzt haben wir es lange so schön, wirklich schön. Es ist schade, dass es heute jetzt ein bisschen regnet. Aber ich glaube, es macht den jungen Leuten nichts aus. Sie sind alle sehr lustig und engagiert und haben Spass. Ich war auch Pfadfinder. Ich war sehr lange Pfadfinder. Ich muss jetzt gerade überlegen. Das ist sicher jetzt gut 30 Jahre her. Bin aber rund 15 Jahre bin ich bei den Pfadfindern. Ich war bei den Pfadfindern von dort. Ich hatte, wie gesagt, eine sehr gute Zeit. Jetzt bin ich zu Mura und ich bin auch sehr stolz, weil alle meine drei Kinder sind alle bei den Pfadfindern Mura. Und es freut mich wirklich, dass sie die Abteilung sind, die am meisten Mitglieder haben. Ich habe niemanden getroffen, der irgendwie ein Gesicht gemacht hat, eben nach Regenwetter. Sie sind alle zufrieden, sie sind alle sehr engagiert. Und es hat sich auch draußen gezeigt, es gibt nur die richtige Kleidung dafür, schlechtes Wetter gibt es nicht. Nein, es passt. Also das tut denen die Laune nicht versauen. Eigentlich kann jeder in die Pfade kommen, was man voraussetzen könnte, wäre, also man soll sehr Spass an der Natur haben, weil man ist immer viel in der Natur in der Stunde. Dann soll man immer eben motiviert sein, um neues Zeug kennenzulernen im Wald, so sei es Bäume, Tiere. Und man soll auch jetzt Erfindergeist haben, weil wir haben viel früher haben wir immer viel Zeug gebaut in der Pfade aus Holz, die wir dann gesammelt haben. Und Spiel haben wir gespielt im Wald und vieles. Wir sind bei jedem Wetter draußen. Es hat auch bis im Pfingstlager geregnet, das war kein Problem. Wir haben eine gute Regenjacke, gute Schuhe und dann tut das schon. Ist das kein Problem. Pfadi kann man so lange sein, wie es einem Spass macht. Und ich sage, wenn man aufhört, Pfadi sei aktiv. Man merkt schon, dass er jetzt dabei ist. Wir haben gerade heute Ehrenmitglieder eingeladen. Die Alppfadfinder helfen uns hier an der Bahn. Also Pfadi hört eigentlich nie auf. Es wird einfach ein bisschen weniger vielleicht, wenn man das Gefühl hat, dass die Jungen dran sind. Wir haben sogar ein internationales Team. Es gibt Weltkonferenzen, wo die daran teilnehmen. Es gibt jährliche Workshops, wo sie zusammen kommen, vielleicht auch. Wir sind jetzt sehr eng vernetzt Pfadfinder. Wir haben auch alle für ein Jahr das Weltpfadilager, wo wir gehen. Da können eigentlich alle Nationen zusammen auf einem grossen Lagerplatz. Also Pfadi ist ja auch Freundschaft und die Freundschaft die geht über die Landesgrenze hinaus, würde ich sagen. Aktuell ist es so, wenn man die Mitgliederzahl anschaut, dass Mura über 120 Mitglieder hat. Es ist die stärkste Abteilung momentan. Aber wir sind eigentlich bei allen. Also die Abteilung, die am wenigsten Mitglieder hat, das sind 45 bis 50, aber wir sind überall stark vertreten, würde ich sagen. Der nächste Anlass für Pfadi ist unser Deponie-Café. Es ist September, Ende September. Und dort ist es so, alle Abteilungen sind auf der Deponie und dann dort den Leuten helfen beim Entsorgen und dort sammeln wir von guten Zweck. Es ist diese Ratten-Tätsche, ich habe ein Jubiläum und machen neue Kleider und das unterstützen wir. Wir tun alle Jahre ein anderes Projekt im Lichterstein unterstützen damit.